Kennen Sie auch das Problem? Sie hatten gerade ein Meeting und haben die besprochenen Inhalte nachträglich aufbereitet und möchten sie nochmal an alle Teilnehmer versenden. Der E-Mail einen entsprechenden Betreff geben, die Datei anfügen, aber Outlook lässt es einen nicht versenden, denn die Datei ist viel zu groß. Dieses Problem kennen wir bei Avaya nicht, denn wir nutzen Avaya Spaces. Avaya Spaces lässt einen sehr große Dateiformate mit nur einem Klick an Kollegen und Kunden versenden. Entweder in einen bereits existierenden Space reinposten oder vielleicht auch per Sofortmitteilung, um das im direkten Wege abzuklären. Ich bin aktuell in meinem eigenen Besprechungsraum, kann hier die Datei entweder direkt über die Klammer hinzufügen oder ganz einfach per Drag and Drop die Datei rüberziehen. Und schon wird sie eben dargestellt, nochmal kontrollieren, ob es auch die richtige ist und einmal auf Teilen klicken und schon ist sie für alle Spaces-Teilnehmer zur Verfügung gestellt. Ganz einfach downloaden und schon hat jeder Einsicht. Sie sehen, man braucht keine technische Schulung dafür. Probieren Sie es doch einfach mal aus. Vielen Dank und bis bald.